Manfred, ein harter Arbeitstag für euch. Das 5:0, entspricht das den Kräfteverhältnissen oder war das zu hoch? Schwierig zu sagen. Also wir haben optisch wirklich gute Phasen drin gehabt in der ersten Hälfte. Lattenschuss durch Fietzer, Torschuss durch Huskovic oder ein Tor, das nicht gegeben wurde noch dazu. Zweite Hälfte, gute Phase, wo wir richtig gut im Spiel waren, bekommen dann das dritte Tor. Aber allgemein muss man schon die Klasse des Gegners anerkennen und ja, ist vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch, aber wir haben halt dann Fehler gemacht, die man so in der Art und Weise nicht machen darf. Also es zieht sich jetzt ein bisschen irgendwie auch durch diesen Europacup-Herbst, dass jeder Fehler irgendwie sofort bestraft wird, oder? Ja, das wussten wir auch, ne, dass international das passieren wird. Wir wussten auch, dass diese Mannschaft extrem konterstark ist. Man hat aber gesehen, welche Qualität da ist. Das ist eine Champions League-Mannschaft, die unglaubliche Technik und Tempo hat. Das war für uns dann am Ende nicht mehr zu verteidigen. Gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Ihr spielt nächsten Donnerstag schon wieder gegen Villarreal. Was kann man da mitnehmen von diesem heutigen Spiel? Ich denke, dass man einiges mitnehmen kann. Wir werden das Spiel analysieren, wir werden es gut regenerieren und dann werden wir nächste Woche aus den Fehlern lernen und versuchen, dort besser aufzutreten. Du hast ja gestern angekündigt, ihr wollt mutig auftreten. Das ist ja über weite Strecken auch gelungen. War es dann für dich am Ende zu hoch? Ja, ich denke, dass wir mutig gespielt haben, dass wir viele Chancen hatten oder einige Chancen hatten. Spielerisch, optisch hat das ganz gut ausgesehen, phasenweise, aber in entscheidenden Phasen waren wir dann einfach nicht da, haben einfache Fehler gemacht und das enttäuscht mich. Andi Gruber ist kurzfristig ausgefallen. Wie geht's ihm denn? Ja, mit Magenproblemen die letzten Tage. Wir haben es versucht, ob er vielleicht aufwärmen kann, ob er vielleicht eine Halbzeit spielen kann, ist sie dann nicht ausgegangen. Ist natürlich bitter, wenn du im Vorfeld dir einen Matchplan überlegst und dann noch vor Spielbeginn das Ganze über den Haufen geworfen worden ist. Aber ja, wir schauen, dass er bis Sonntag fit ist. Die Fans haben tolle Stimmung gemacht und dann am Ende wieder klar, aber ich weiß es nicht mehr hoch gewinnen, die Partie. Haben sie dann schon sich eingestimmt auf den Sonntag, der für viele Australier jetzt wahrscheinlich das wichtigere Spiel ist, kann man das so sagen? Ich denke schon, dass das ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Die Fans waren unglaublich, die haben unglaublich Stimmung gemacht. Also ich glaube, fast nur unsere gehört und kann mich nur wieder bedanken. Natürlich sind die jetzt enttäuscht, aber diese Unterstützung ist einfach unglaublich und ich sage es ja schon, seit ich hier bin, war das so und vielen, vielen Dank dafür.